Na, meine Lieben! Und? Ihr so? Mensch! Ein Herz für Zwerge! Oh, wie lieb! Dankeschön! Heute kleiner Livestream. Definitiv werbeunfreundlich. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt werbeunfreundlich. Wir sind Gesicht gesehen. Weißt du, schon ist vorbei. Da sitzt einer drin und denkt sich, boah, ey, ne, ne, der Typ, never ever, da gibt's keine Werbung, aber gar keine, ist doch gut so, verdammt nochmal, will ich ja gar nicht. So, Hallöchen! Ach, meine Lieben, heute Rimworld mit Mods, verdammt nochmal. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe mir wieder ein bisschen geshoppt, meine Lieben, so quasi. Ja, bin im Workshop zumindest rein, da habe ich sehr viel geshoppt. Auch für City Skylines, aber heute auch besonders für Rimworld. Und da habe ich nämlich wieder ein paar coole Mods vom letzten Mal wieder drin. Weiß ich noch nicht, was wir da machen. Wird auf jeden Fall ziemlich cool. Ich muss gerade alles organisieren. Hier sind 1000 Fenster offen. Und irgendwie habe ich keinen Dunst, welches Fenster gerade für was steht. Aber ich sehe nur den Chat rumpeln und das.
Es ist so geil. Ich liebe das. Ich liebe das richtig, wenn der im Chat richtig, richtig bollert. Aber dafür ist die Musik mir jetzt gerade ein bisschen zu. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen. Meine Tasse ausklopfen, da war schon wieder so viel Staub drin. Aber ausklopfen hilft. Sehr schön. Guti, ausgeklopft. Können wir loslegen, oder? 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 Oder auch nicht? Ich weiß es noch nicht. Ach, Quatsch, ich weiß es schon. Gaming! Wollte ich die ganze Zeit nämlich schon mal machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt schneide und rede dann immer drüber, ja, dann komme ich nämlich, wenn ich auf die Talkrunde rüber switche, kriege ich das entweder ins letzte Video oder klappt es immer nicht, da habe ich keinen Schnittpunkt. Jetzt habe ich den und deswegen sind wir nämlich alle hier und können nämlich in aller Ruhe, Gemütlichkeit und Entspannung, meistens vollständige Entspannung, wenn ich jetzt irgendwann mal mein Fenster finde, wo Epidemic drauf lief, da war's, könnte man nämlich auch mal Musik anmachen. So schaut es nämlich aus. Und meine Lieben, schaut euch das da mal unten an. Warte mal. Da. Da. 3 von 10 VIPs für den September. Mega, mega geil. Ey, ohne Witz. Es ist, wir sind voll gut. Wir sind voll gut. Wir liegen mega in der Quote. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Oh. Ich würde mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig freuen, meine Lieben, wenn wir die 10 einmal irgendwann voll kriegen. Muss nicht diesen Monat sein, kann auch gern nächsten oder übernächsten sein. Aber ganz ehrlich, 10 VIPs, das wäre schon mal richtig nice. Und 2 neue VIPs ist ja mal wunderbar. An der Stelle, lieber Rackermann und natürlich auch lieber Damien. Damien ist, glaube ich, jetzt schon wieder weg. Wenn ihr im Discord seid, könnt ihr mit Discord euren Discord mit YouTube verbinden. Und dann kriegt ihr automatisch die VIP-Sponsorenrolle und könnt in den Kanal rein. Und dann sehen euch auch die Mods gleich, ne? Und dann gucken wir einfach mal. Wer noch nicht VIP ist, meine Lieben, ihr könnt ganz, ganz easy könnt ihr VIP werden. Das ist super einfach. Ihr müsst euch einfach irgendeine Karte vom Google Play Store kaufen. Gibt's bei jedem Aldi, ja? Kauft einfach so ein Ding. Und dann könnt ihr hier die Karte einfach als Guthaben einlösen und dann hier ein VIP machen. Wenn ihr Bock drauf habt, der einfachste Weg, wenn ihr ohne PayPal, ohne den ganzen anderen Scheiß, wenn ihr einfach so euch sagt, hey, pass auf, so eine Karte beim Aldi mitgenommen, zack und schwuppdiwupp ist die ganze Geschichte drin. Könnt ihr mega easy hier VIP werden. Nächste Woche kann es passieren, dass es 2 Streams gibt, und zwar am Dienstag und am Donnerstag. Ich weiß noch nicht wann, auf jeden Fall ist das nächste, was gespielt wird, XCOM 2. Und das, meine Lieben, das gibt es natürlich wieder hier. Sobald ich es weiß, trage ich es im Forum ein. Das lohnt sich immer mal wieder ins Forum reinzugucken. Vor allen Dingen aber in dem Kalender im Forum. Da ist nämlich der Streamplan und da könnt ihr nämlich ganz easy mal reingucken. Arma 3 hat ein neues DLC. Auch geil, Selma. Auch cool. Ja. Ansonsten, ich empfehle alles, meine Lieben, was mit der Community zu tun hat. Ob Forum, ob Discord oder aber ob Teamspeak. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach reinschauen. Und wenn ihr Bock drauf habt, wie gesagt, Community-Möglichkeiten gibt es ohne Ende bei uns. Da kannst du dich Wochen und Monate drin verlieren. Wenn du Bock hast,
haben wir auch noch zusätzlich. Hier, läuft gerade, ich zeige euch das mal ganz kurz. Warte mal kurz. Ich zeige euch das mal kurz im Forum. Hier im Forum, meine Lieben, könnt ihr draufklicken. Und dann könnt ihr einfach mal gucken. Da steht nämlich momentan, neue Chat-Kommandos wäre auch eine Möglichkeit. Oder aber die Idee einer Zwergengeschichte. Das habe ich letztens aufgebracht. Und da habe ich dann mal letztens so geschrieben, ey, passt auf, wie wär's denn, wenn wir uns mal so einen richtigen Quest überlegen. Und da kamen auch schon ein paar Kommentare, ihr seht das schon. Ja, und auch voll geile Ideen. Und da muss ich auch mal wieder reingucken. Ah, ich habe viel zu tun, Cole. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Forum. Ganz easy zu bedienen. Neuesten Tweets seht ihr jetzt leider nicht, weil da bin ich mit meiner Riesengrübe drüber. Ansonsten, wie viele Leute gerade online sind. Können wir ja mal live schauen, wie viele jetzt online sind. Aktuell 14. Gucken wir mal. Der neueste ist Zoytag. Schauen wir mal. Habert mal drüber. Ja, das ist Zoytag. Geiler Typ. Bestimmt. Bin mir sicher. Heute waren 19 Leute auf dem Board. 14 davon online. 10 Besucher sind gerade drin. Könnt ihr euch ganz easy einfach einen Account machen und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ja, wollte ich euch mal die ganze Zeit zeigen. Da gibt es aber auch dazu dann noch ein Zwergtube-Hilft-Thema da. Wie funktioniert das Forum? Wie funktioniert eigentlich alles im Forum? Ja, könnt ihr euch da mal gerne angucken, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, aber für heute ist erstmal gut. Und ich sage erstmal an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit, egal was ihr macht, ein wunderschönes Wochenende, weil da sehen wir uns auf jeden Fall nicht, außer natürlich in den YouTube-Videos. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Danke an alle neuen VIPs, das auf jeden Fall. Dankeschön, 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 meine Lieben. Es freut mich wahnsinnig, dass so viele Leute VIPs werden möchten und schon geworden sind und das macht mich einfach wahnsinnig glücklich und auch stolz. Und ich freue mich darüber. Dankeschön an dieser Stelle. So, was auch noch wichtig ist, ist eine letzte Sache für heute. Moment. Eine letzte Sache für heute. Bevor wir in den wohlverdienten Abend gehen. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, schwingt Hut, bis zum nächsten Mal. Lasst krachen, meine Lieben. You can be the stars, you can be the stars for me. Show me that you love me, light the sky so I can see. Tell me something I don't know, take me where I never go. I wanna know what it'd be like to disappear for a night. You could be the stars, you could be the stars for me. Show me that you love me, let the sky so I can see. You give me the stars, you give me the stars for me. Show me that you love me, let the sky so I can see. I need a stars for you.
Until